Es sieht so aus, Mr. Blickwood, als hätten Sie Ihren Auftrag doch noch erfüllt, ohne es zu wissen. Was meinen Sie damit, Mr. Holmes? Anna hatte den Brief ihrer Schwester Sarah zur Aufbewahrung gegeben. Sie trug ihn immer bei sich in einem Anhänger um den Hals. Genau dem Anhänger, den sie ihr nach dem Mord vom Hals rissen. Mr. Blackwood, wenn Sie also irgendwelche Gnade vom Gericht erhoffen, dann verraten Sie uns den Namen des Hehlers. Das ist wohl die berühmte Ironie des Schicksals, nicht wahr, Holmes? Ich erledige meinen Auftrag und werde dafür gehängt. Nun, wo ich hingehe, da nützt mir Verschwiegenheit auch nichts mehr. Reden Sie mal mit einem gewissen Jameson. Er hat ein Pfandhaus auf der anderen Seite vom Fluss. Eine perfekte Tarnung für seine Art Geschäfte. Er und ich haben ein paar Geschäfte miteinander gemacht im Laufe der Jahre. Er ist ein cleverer Kerl und hat ziemlich gute Beziehungen. Okay. Haben Sie sonst noch irgendetwas zu sagen, Mr. Blackwood? Ich habe genug ausgespuckt. Alles, was ich weiß. Ich hoffe, Sie können mich dafür vor dem Baumeln bewahren. Um die Wahrheit zu sagen, Blackwood, ich bezweifle es. Aber das wussten Sie von Anfang an, nicht wahr? Sie mögen sich jetzt mit einem reinen Gewissen besser fühlen. Ich leider nicht. Nun gut. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal zu diesem Jameson, ne? Schauen wir erstmal, was Watson noch zu sagen hat. Welch ein niederträchtiges und verworrenes Netz wurde hier geworben, Watson. Es verwirrt einem den gesunden Menschenverstand. Meiner rotiert förmlich. Was für ein schreckliches Verbrechen. Naja. Haben es jetzt aber schon ziemlich gut aufgeklärt, würde ich sagen. So, mach es gut. Jameson An- und Verkauf. Wo ist der denn? Ah, hier. Ah ja. Boah, das sieht doch hübsch aus, ne? Eine niedliche Pappmaché-Figur mit bemaltem Porzellankopf, gekleidet wie ein holländisches Milchmädchen. Ein Sicherheitsfahrrad in leuchtendem Grün, hergestellt von der Firma James Darley in Coventry. Raffiniert ausgestattet mit den revolutionären pneumatischen Gummireifen, wird es wohl in absehbarer Zeit alle anderen Arten von Velozipeden vom Markt verdrängen. Eine große Trommel, augenscheinlich eine Replika der Trommeln, die John Philip Sousas US Marine Band verwendet. Das in der letzten Dekade so populäre Modell von Thomas A. Edison, diese Maschine kann nur Platten aus Zinnfolie abspielen, die aber in letzter Zeit mehr und mehr durch ihre geschnittenen Shellac-Platten verdrängt werden. Mit seinen abgegriffenen Stimmwirbeln aus Elfenbein und dem künstlich gealterten Ebenholzfurnier möchte dieses Instrument gerne für ein handgearbeitetes italienisches Violoncello aus dem 18. Jahrhundert gehalten werden. Sein wirkliches Entstehungsdatum dürfte allerdings innerhalb der letzten 10 Jahre liegen und nicht die Hände eines italienischen Meisters, sondern die eines Bandarbeiters in einer Ramschfabrik waren seine Geburtshelfer. Aber gut. Die gläserne Theke schützt Münzen, Ringe, Anhänger, Armbänder, Edelsteine und andere kleine, leicht versteckbare Waren. Niedliche Pappmaché, ja gut, das kennen wir, das ist die gleiche wie die, ne? Ja, dann
eine kleine Öllampe geeignet als Nachtlicht- oder Leselampe. Ihr Fuß besteht aus Delfter Porzellan mit dem typischen blau-weißen Blumenmuster. Ja, was gefunden, was Ihnen gefällt? Verschiedenes. Das Fahrrad ist ein Renner. Das Cello wäre auch nett. Ich könnte es zu spielen lernen. Dann könnten wir Duette vortragen. Oder wenigstens zwei Stimmen von Beethovens Quartetten. Ersparen Sie uns das, Doktor. Miss Hudson hat auf ihre unnachahmlich dezente Weise angedeutet, dass ihrer Meinung nach schon ein Musiker pro Haushalt eine krasse Überbesetzung darstellt. Ich habe Grund zu der Annahme, dass Sie unlängst illegal in den Besitz eines ovalen Elfenbeinanhängers mit schwerer Goldkette gekommen sind. Sie haben ja vielleicht einen Grund zur Annahme, aber wo haben Sie Beweise? Die habe ich allerdings. Ich sah zum Beispiel, wie Sie an den Surrey-Frachtdocks den Anhänger von George Blackwood bekamen. Glaube ich kaum, wenn sie nichts Besseres zu tun haben, lassen sie sich von mir bloß nicht davon abhalten. Ich würde gerne ein paar Gegenstände kaufen und vielleicht auch ein paar Informationen. Alle Sachen hier haben ihren Preis und der steht auf dem Preisschild. Können wir aber drüber reden. Informationen sind etwas teurer, wenn sie nicht nur den Weg zum Big Ben wissen wollen. Das kennen wir ja, aber da gab's doch noch. Ah, hier. Die habe ich allerdings. George Blackwood selber hat mir ihren Namen verraten. In einer heimeligen Zelle. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass große Schwierigkeiten hätte, die Polizei. Na, versuchen wir das mal. Die habe ich allerdings. George Blackwood selbst hat mir ihren Namen verraten. In seiner heimeligen Zelle in der Bow Street. Wenn sie jeden eingesperrten Kriminellen jauben, sind sie selber schuld. Guten Tag, die Herren. Der ist aber hartnäckig. Ich glaube nicht, dass ich große Schwierigkeiten hätte, die Polizei davon zu überzeugen, dass sie sich durch die Annahme des Anhängers an einem Mord mitschuldig gemacht haben. Mord, wa? Also, nur mal langsam. Ich erinnere mich plötzlich an den Anhänger, konnte ja nicht wissen, dass der gestohlen war. Ich kann ja nur auch nicht bei jedem Stück hier im Lade wissen. Wo es genau herkommt, weiß ja auch nicht, ob jeder Handel hier unbedingt legal ist. Ich bin Geschäftsmann, wissen Sie es? Und ich muss im guten Vertrauen auf die Ehrlichkeit meiner... Sparen Sie sich das auf für Inspektor Lestrade, Mr. Jameson. Wo ist der Anhänger? Habe ich verkauft, fast sofort, nachdem ich ihn bekommen habe. An so einem Privatschnüffler namens Moorhead. Der kennt mich und weiß, dass ich manchmal mit, naja, nicht ganz illegaler Ware handle, wenn sie verstehen. Hat sein Büro in der Stadt, da können sie ihn finden, nehme ich an. Das ist alles, was ich weiß. Hat Sie irgendjemand sonst auf den Anhänger angesprochen? Ich darf Sie nochmal ermahnen, ehrlich zu mir zu sein. Jetzt, wo Sie es sagen, ja, da war doch noch einer. War hier kurz, nachdem ich das Ding an dem Moorhead verkauft habe. Einer meiner Stammkunden, aber ein bisschen leicht erregbar. Er fragte auf ziemlich unfreundliche Art nach dem Anhänger und an wen ich ihn verkauft habe. War bei seiner Methode zwar nicht ganz so gesittet wie Sie, meine Herren, aber genauso erfolgreich. Oh nein, das heißt, er hat schon einen Vorsprung. Dieser Black Moo oder Black Dingsmoo. Wie lautet der Name dieses sogenannten Kunden? Hund. Robert Hund. Hä? Das ist ein Name, den ich jetzt noch gar nicht kenne. Ich hätte jetzt eher den reichen Typen da erwartet, den Vater von dem Kind. Was wissen Sie über ihn? So wenig wie es geht, wenn Sie mich verstehen. Der steckt bei mir in der Schublade, wo drauf steht, ungesunde Geschäftspartner.
Okay. Na gut, das heißt, wir müssten jetzt am besten mal zu dem Moorhatten, also diesen Privatdetektiv da, ne? Der Detektei. Oh, warte mal, vielleicht hat... Na, egal. Wollte gerade sagen, vielleicht hat Watson noch was zu sagen, aber... Da. Ein gerahmtes Bild aus der Aberdeen Illustrated Gazette. Es zeigt einen ernst reinblickenden Polizisten und trägt die Bildunterschrift Officer Gardner verhindert Einbruch. Der Mann auf dem Bild ist in den besten Jahren und ansonsten eher unauffällig. Oh, Königin Victoria. Und hier hast du so ein Rohrsystem, ja? Rohrpost. Diese Porträts, auf denen die Königin in voller Robe auf ihrem Thron dargestellt wird, werden gerne in den Büros windiger Unternehmen aufgehängt, um eine gewisse Aura der Respektabilität und Solidität zu verbreiten. Meine Güte. Der Name von Philo Remington steht auf diesem alten Gerät. Früher einmal war die Maschine bestimmt ein hilfreiches Arbeitszeug. Aber mit einigen defekten Tasten und ohne Farbband ist sie jetzt nicht viel mehr als ein ziemlich gewichtiger Briefbeschwerer. Vielleicht hat sie ja Erinnerungswert. Beschäftigte Sekretärin. Gäbe es ein Jahrestreffen für Sekretärinnenzubehör, dessen Teilnehmer sich nach einem durchzechten Abend alle in die gleiche Droschke zwängen wollten, der Effekt wäre etwa der gleiche wie auf diesem sogenannten Arbeitsplatz. Schreibunterlagen, Papiere, Löschpapier, Brieföffner, Büroklammern, Heftzwecken, mehrere Aktendeckel, etwas Lesestoff in Form von billigen Rumänchen und eine Sammlung gebrauchter Teetassen sind in einem so labilen Gleichgewicht übereinander gestapelt, dass schon wenige heftige Bewegungen einen Erdrutsch auslösen könnten. Eine sehr modisch gekleidete junge Frau arbeitet hier. Auch wenn potenzielle Kunden ihre Beschäftigung eher als unhöfliches Ignorieren betrachten mögen, sie unternimmt den zum Scheitern verurteilten Versuch, den Schreibtisch vom Chaos in einen Zustand gemäßigter Ordnung zu überführen. Wo sind denn hier die Sitzgelegenheiten für die Kunden, die dann warten? So, Watson, was hast du zu sagen? Ein merkwürdiges Unternehmen. Glauben Sie, die beiden sogenannten Ermittler haben je etwas anderes ermittelt als den durchschnittlichen Bierpreis der umliegenden Pubs? Solcher Sarkasmus steht Ihnen nicht, Holmes. Ich bin sicher, dass es eine ganze Reihe von Aufgaben gibt, für die das spezielle Talent der beiden Gentlemen hier mehr als ausreicht. Nun gut. Haben Sie sonst noch irgendeine gute Idee? Nein, bedauere zutiefst, Holmes. Meine Ideenkiste ist so leer wie meine Brieftasche. Na gut, dann reden wir mal mit ihr hier, ne? Mein Name ist Sherlock Holmes und dies ist mein Kollege Dr. Watson. Wir würden gerne einen der Geschäftspartner sprechen, vorzugsweise Mr. Moorhead. Ich bin Violet Granger, Vertraute und Assistentin der Gentlemen. Ich schaue mal nach. Mr. Moorhead, hier ist ein Mr. Sherlock Holmes für Sie. Hallo? Mr. Moorhead? Er muss rausgegangen sein, als ich gerade in der Teepause war. Ach ja, hier ist eine Notiz. Bin 1-2 Stunden zurück, HM. Sie können Ihre Karte da lassen, wenn Sie möchten. Könnten wir dann vielleicht mit Mr. Gardner sprechen? Nein, tut mir leid. Mr. Gardner ist heute nicht ins Büro gekommen, was übrigens höchst gemein von ihm ist. Warum stört Sie Mr. Gardners Fernbleiben, wenn ich fragen darf? Weil ich vor Neugier platze, darum.
Eine Klientin, die natürlich ungenannt bleiben muss, wie Sie sicher verstehen, hat ihn zu einem mitternächtlichen Treffen in den Regents Park bestellt. Ich habe das Telegramm gesehen. Da stand noch irgendein Unfug von wegen Schmuck mitbringen und so, aber ich wusste genau, worum es ging und Mr. Gardner natürlich auch. Als er ging, lächelte er über das ganze Gesicht. Mr. Moorhead und ich haben uns prächtig darüber amüsiert. Mr. Gardner ist Junggeselle, müssen Sie wissen, und er hat... War diese Klientin eine Miss Anna Carraway? Woher um alles in der Welt wissen Sie das? Oh, das ist aber sehr interessant. Miss Granger, wir helfen der Polizei bei der Untersuchung eines Mordfalls. Dürften wir Mr. Moorheads Büro einmal sehen? Auf keinen Fall. Selbst wenn ich Ihnen die Erlaubnis gäbe, was ich nicht zu tun gedenke, kämen Sie gar nicht rein. Mr. Moorhead schließt immer ab, wenn er geht. Und er pflegt zu sagen, in dieses Büro käme man nicht mal mit einem Hammer. Rein. Also nicht wie an den Docks, ja? okay. Können wir ihr vielleicht mal unsere Karte geben? Weil die hat ja eben nach der Karte gefragt. Gib. Ah ja. Bitte sorgen Sie unter allen Umständen dafür, dass Mr. Moorhead diese erhält. Es ist lebenswichtig, dass wir ihn schnellstmöglich sprechen. Ich bin sicher, er wird sich so bald wie möglich bei Ihnen melden. Na gut.